Ich fühle mich geehrt, Sie vorstellen zu dürfen, und ich glaube, es wird auch eines der ersten, wenn nicht sogar das erste echte Review-Videos auf YouTube über diese Uhr sein. Von der Master Collection Annual Calendar gibt es vier Varianten, und was ich sehr beeindruckend finde, dass drei dieser vier Varianten unter der 2000-Euro-Grenze geblieben sind und lediglich die Variante mit den Diamanten-Indizes auf dem Ziffernblatt liegt drüber bei 2240 oder 60 Euro. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, dann seht ihr genau, was die verschiedenen Varianten kosten und wie sie sich unterscheiden. Die Uhr hat 40 mm im Durchmesser, wirkt am Arm aber geringfügig kleiner. Ich werde euch nachher im Verlauf des Videos auch noch genau zeigen, woran das meiner Meinung nach liegt. Sie hat eine Wasserdichtigkeit von 3 ATM, also wirklich nicht duschen, beim Händewaschen aufpassen, eine ganz klassische Dresswatch und nicht für Sport, Schwimmen oder Ähnliches geeignet. Die Uhr insgesamt finde ich ausgesprochen gelungen und die Proportionen stimmen. Es ist keine scharfe Kante da, die Uhr wirkt sehr weich und rund und wirklich sehr, sehr hochwertig gearbeitet. Wie ihr schon an einigen Bildern sehen konntet, ist die mir vorliegende Variante die mit dem cremefarbenen Ziffernblatt und den arabischen Ziffern, was für mich persönlich die schönste Variante ist. Und sie hat sich knapp gegen die Variante mit dem blauen Ziffernblatt durchgesetzt. Aber wie gesagt, die unterschiedlichen Varianten habe ich euch unten im Video verlinkt. Die Longines Master Collection Annual Calendar erscheint auf den ersten Blick wie eine ganz normale Dreizeigeuhr. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass es eben keine ganz normale Dreizeigeuhr ist. Denn was auf den ersten Blick aussieht wie eine Day-Date-Komplikation, ist tatsächlich eine Monatsanzeige in Verbindung mit dem Monatsdatum. Umgesetzt ist das als Jahreskalender und das finde ich ausgesprochen reizvoll, insbesondere im Zusammenhang mit dem Preis von unter 2000 Euro. Die Uhr selber ist eine klassische Dresswatch und erscheint in der ersten Wahrnehmung vielleicht etwas unscheinbar. Aber bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass dies eine wirklich reizvolle Uhr ist, mit einem eigenständigen Gehäuse, mit einer tollen Formgebung an den Hörnern und auch insgesamt ein eigenständiges Modell mit wirklich tollen Features. Was mich persönlich wirklich super fasziniert ist die Komplikation eines Jahreskalenders, auch manchmal bezeichnet als kleine Komplikation im Vergleich zu der großen Komplikation eines ewigen Kalenders. Aber auch bei einem Jahreskalender bedeutet dies, dass die Uhr von der Uhrzeit abgesehen nur einmal im Jahr gestellt werden muss, nämlich am 1. März. Und wenn sie am 1. März einmal richtig gestellt ist, das heißt Monat und Tag richtig eingestellt sind, läuft sie entsprechenden Aufzug natürlich vorausgesetzt bis zum 28. oder 29. Februar komplett durch und zeigt immer das richtige Datum und den richtigen Monat an. Das heißt, von April auf Mai springt die Uhr vom 30. auf den 1. Und von Mai auf Juni springt sie vom 31. auf den 1. Also hier ist eine wirkliche intelligente Mechanik eingebaut, die die unterschiedlichen Monatslängen berücksichtigt, sogar den zweimal langen Monat im Juli und August. Auch hier werden die zweimal 31 Tage korrekt dargestellt und der nicht vorhandene Wechsel 30-31 Tage wird berücksichtigt. Ich zeige euch jetzt einmal einige dieser Datumssprünge und ihr könnt sehen, wie es umgesetzt ist und wie es funktioniert. Wir haben jetzt den 30. Dezember eingestellt und kurbeln einmal bis zum 31. Ja, das war jetzt der 31. Und jetzt kommt ein kleiner Schnelllauf.
und jetzt wird es spannend. Der 31. Dezember springt erwartungsgemäß um auf den 1. Januar. Jawohl, insofern funktioniert das alles problemlos. Wie aber sieht es im Februar aus? Wir stellen die Uhr einmal auf den 27. Februar und schauen, was dann mit der Datumsschaltung passiert. Jetzt haben wir den 27. Februar eingestellt und kurbeln einmal und die Uhr wird erwartungsgemäß auf den 28. Februar umspringen. Genauso ist es passiert. Aber was passiert dann? Kommt der 29., der 30., ist vielleicht Ende Februar die Datumslogik komplett außer Betrieb gesetzt? Schauen wir uns das Ganze einmal an. Wie ihr sehen konntet, wird Ende Februar die Datumslogik komplett ignoriert und es wird so geschaltet, als ob keine Jahreskalenderfunktion vorhanden wäre. Und nun möchte ich euch noch zeigen, wie das Ganze Ende April aussieht, wenn vom 30. April hoffentlich auf den 1. Mai geschaltet wird und der 31. ignoriert wird. Schauen wir uns an, wie das funktioniert. Der 29. April ist eingestellt und jetzt kurbeln wir vor, bis es tatsächlich der 31. April oder 1. Mai wird. Ich bin gespannt. Und wie ihr sehen könnt, um 5 Uhr morgens springt dann tatsächlich die Uhr vom 31. April auf den 1. Mai.